glaube, wir haben eine unrealistische Wahrnehmung von Beziehungen, von Liebe und Familiengründung. Ne? Und worauf es, worauf es in Beziehungen ankommt. Äh, nicht, dass man sich immer wohlfühlt und dass man halt den perfekten Partner gefunden hat, der einen permanent glücklich macht. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist absolut das gar keine Beziehung. Ja Wieso, wie soll das gehen? Weißt du, ja. Weil dann bestimmt ja dein Partner oder deine Partnerin, wann man glücklich ist oder wann nicht. Ne? Weil wenn ich mal schlechte Laune habe und ähm, oder, äh, weiß nicht, Rückschläge im Beruf habe oder was weiß ich so du? dann heißt es ja noch, Lange nicht, nur weil ich schlechte Laune habe, dass die Beziehung scheiße ist oder nicht funktioniert. ja Und es ist auch nicht die Aufgabe meiner Freundin sozusagen, mich permanent irgendwie so aufzupäppeln und zu sagen, ey ja, oder sich so zu verhalten, dass ich glücklich werde. Ne? Also man muss halt, ich glaube, Glück in der Beziehung bedeutet, dass beide Seiten sich anstrengen, und beide Seiten ihren Auf ihre Aufgabe erfüllen sozusagen und man sollte da auch eher komplementär sein, als dass man. Ähm, konform ist, weil ne, ich will ja in meiner Partnerin Qualitäten haben, die ich nicht unbedingt habe oder bestimmte Dinge, um die ich mich nicht kümmern möchte und umgekehrt genauso sie will bestimmte Qualitäten in mir haben, die sie nicht hat oder um die sie sich nicht kümmern möchte so ne und ähm, und wir leben aber in einer Gesellschaft, wo uns immer mehr beigebracht wird ja auch gerade jungen Menschen, dass ähm, ein Zusammenleben nicht so wichtig ist. Ja, dass das gegenüberstehende Geschlecht eher ein Antagonist ist, als dass es ein äh, Kollaborateur ist. So Und ich glaube, dass das ist ein großes großes Problem. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei Feminismus, ähm, dass, dass man halt Menschen, vielmehr junge Frauen darauf trimmt, Du, Mutter werden, Familien gründen und so ist überhaupt nicht wichtig. Also, es ist nur singular wichtig. Primär ist es halt viel wichtiger, dass du dich verwirklichst, zum Beispiel. Und, und ja. das, aber da erzählt halt der Feminismus den Frauen halt eine große Lüge, weil wir das ja auch schon mal hatten, dass das ja. Ähm für, für die selber ist es wahrscheinlich schön, wenn sie halt einen guten Job haben und sind erfolgreich und alles so. Aber für die Partnerwahl, den Kern ist das komplett Bockwurst. Also, die interessiert das null, ob du jetzt da wirklich so erfolgreich bist und dich selbst verwirklicht hast. Mehr ist es so, wie kannst du dich einbringen äh, in die Partnerschaft? Wie, wo können wir zusammen unsere äh, Ziele äh, als Paar irgendwie verwirklichen? Zum Beispiel vielleicht auch Kinder oder was auch immer, irgendwie so. Ähm, ich, wie ich schon mal gesagt habe, in einer der vergangenen Folgen, ähm, mir ist es, glaube ich, wichtiger, ja, dass ich mit der Frau klarkomme und das cool läuft und die arbeitet vielleicht bei Rewe, anstatt dass eine erfolgreiche Anwältin ist und sieht sie aber nur selber als, als, als Solokämpfer in der Beziehung. Also, ich glaube, wenn wir noch mal zurückspringen, hätten alle vor 100 Jahren so gedacht, dann wären wir erstmal gar nicht mehr da. So. Ja, also ja, Das genau, wäre ja schon genau, mal ja. der erste Fall, weil dadurch, ne wir haben ja einen Geburtenrückgang. Also, irgendwo stimmt ja, also hat man ja eine Kausalität zwischen diesen Sachen. Ja, irgendwie feststellen können, ungefähr so, ne? Aber ähm, ich würde trotz allem sagen, dass diese beiden Richtungen, die jetzt so weit auseinanderklaffen, auch was mit Machtgefügen zu tun haben. Weil beide wollen diese Macht auch nicht verlieren oder abgeben, denke ich. Weißt was du? für eine Macht, was meinst Macht, du? Von Macht und zwar Kontrolle erstmal über das. Männer haben gerne über andere Dinge Kontrolle und Macht, als wie Frauen teilweise. Und jetzt, wenn Frauen, sage ich mal, eine ähnliche. Oder macht es vielleicht das falsche Wort, aber Freiheit, diese Freiheit zu haben, ich mache, was ich will und ich muss mich nicht absichern, ich werde dafür nicht verurteilt, kann auch nicht dafür verurteilt werden. Und wenn mich jemand verurteilt, das kann ich sogar gegen ihn verwenden. Okay, aber du, du, du sagst ja du sagst halt in dem Moment, dass, ne, wo ich glaube, ich auch beipflichte, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo Freiheit ja. sehr viel wichtiger ist als ähm, Pflichtgefühl. Richtig. So und das mal und ich glaube, das will keiner von beiden abtreten oder vielleicht sogar junge Männer vielleicht sich das auch wieder wünschen dann dadurch diese Macht wieder zu haben dann auch in dem gewissen Maße auch darüber die Kontrolle. Aber ich glaube, zu ich glaube, haben. Macht ist ein falsches Wort, weil ich glaube, das geht eher auch um Kontrolle und, ähm, es und was daran. was was, was zu erschaffen, was aufzubauen, ja. ne? was aufzubauen. Das also denke ich auch. Und bei Jungs halt, wie gesagt, bei den jungen Männern ist halt auch vielleicht auch diese, diese, Ide ne, was ich schon gesagt habe, diese Identitätskrise, falsche Heldenrollen, falsche Vorbilder, all das, was, was, Ja, ich glaube, das Problem ist, wir haben, wir haben, wir haben einfach gar keine halt. Vor die Vorbilder fehlen. mehr. genau diese, so, diese, Die, die fehlen. Und, und wo ist deren Kompass gerade auch? Und die haben auch Ängste, die haben wahrscheinlich auch, die sind total verwirrt. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, als junger Typ, ey, komm mal, wenn ich jetzt 18, 19, bin, Voll, voll durcheinander ja ich ich also, glaube ich, 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 ich glaub durch. absolut absolut also ich, ich denke auch dass man ähm, diese verteuflung von männern und so und äh, diese, über Social Media ja diese diese Propaganda gegen Männer und das ist ja sehr, sehr sehr anti Mann und anti Patriarchat und was da alles läuft und so dass das äh, nicht sehr zuträglich ist für beide Geschlechter ja. Ja? ich glaube beide Beide haben da große, große Nachteile, einfach so, ne? Wenn man das andere Geschlecht als Antagonisten sieht und sich dementsprechend auch so, so verhält. So, ne? Ich meine, was wir ja alles so für Begrifflichkeiten haben, wie äh, toxische Maskulinität und wie Manspreading, Mansplaining und Patriarchat und so. Ne? Das sind halt so Sachen, die, die man natürlich angreifen kann, wenn man will, aber das kostet einen Preis. Genauso wie, wenn du dich für deine Karriere entscheidest. Ähm, und das sagt ja auch keiner. Das kostet einen langfristigen Preis. Du kriegst deine Karriere nicht umsonst, ja. Und da kannst du die besten Beziehungen haben, ähm, die es gibt, ja. Du kannst Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C haben. Alle bringen dich voran. Du kannst Glück im Leben haben und kannst eine super Karriere haben, so ne. Aber das kostet alles einen Preis. Und ähm, was halt auch wenig erzählt wird oder worüber wenig geredet wird, ist, dass äh, Männer, die erfolgreich sind, ja, die sich was aufbauen so, die ähm, sagen so, okay, ich konzentriere mich darauf, ähm, dass die halt den Nachteil haben, jetzt nicht ab sofort eine Familie zu gründen, sondern oder wenn sie eine Familie haben, ihre Familie oft nicht sehen. In dem Umfang, wie sie sie eigentlich sehen wollen, so. Ne? Das ist der Preis, den halt erfolgreiche Männer zahlen. Entweder keine Familie, Familie erst im hohen Alter, oder sie sehen ihre Familie ganz, ganz selten. So, ne? Und ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass es auf, auf der Frauenseite den vielen nicht so bewusst ist oder dass sie sich mit der Frage gar nicht so auseinandersetzen wollen. So, ne? Und dass es halt auch vom Feminismus nicht so, nicht so promo also promoted bzw. geteacht wird. Dass es einen Preis kostet. Man kann sich ja dafür entscheiden, das ist doch total cool. So, verstehst du, meine Schwester hat ja mhm. sich für ein Kind entschieden mhm. und hat dann halt mit Ende 20 erstmal ein Kind gekriegt, so. Ne? Mhm. Und es hat alles funktioniert und pipapo. Und jetzt konzentriert sie sich total auf ihre Karriere, super erfolgreich, äh, will aber keine Kinder mehr, so. Ne? so und, und das ist der Preis, den sie zahlt. Sie sagt, sie will keine Kinder mehr, so. Eine Partnerschaft ist für sie jetzt erstmal nicht primär wichtig, obwohl sie das gerne hätte. Aber sie konzentriert sich total auf, die, äh, auf ihre Karriere. Jetzt, jetzt, wo sie fast ein erwachsenes Kind hat. So, ne? ja. so, und das ist halt so der Preis, den man zahlt. Und ich glaube, man sollte das öfter auch so ähm, ansprechen. So, ne? Also äh, diese Illusion, dass man Karriere haben kann und dennoch eine Familie parallel, Ge also weil, weil, dann frage ich mich, was bedeutet Familie für dich? Bedeutet Familie für dich, irgendwie dein, dein Kind von ähm, 7 Uhr morgens bis äh, 17 Uhr im Kindergarten zu, zu haben, in der Tagespflege? So? Ist das, da, ist das eine Vorstellung von Familie? Mhm. So, oder willst du dein Kind erziehen willst du deinem Kind was beibringen willst du dein Kind willst du mit deinem Kind Zeit verbringen so so während es im Kindergarten ist und danach ein Hort oder äh, äh, erst in der Schule dann in den Hort ja du du arbeitest 8 zwölf Stunden der Mann arbeitet auch 8 zwölf Stunden die Mutter arbeitet 8 zwölf Stunden ja. so und dann holt man irgendwann mal die Kinder ab äh, ist das ein Familienleben wie man sich das vorstellt? Ich weiß nicht Adler. ich ja. glaube viele haben eine komische Vorstellung von wirklich Familie so. Ja, also äh, und diese Entwicklung, ich weiß auch nicht, wie man dagegen entgegenwirken kann, so, ne? weil ich glaube, bei jungen Frauen, du musst es dir auch so vorstellen, wenn du Social Media hast als junge Frau, ich meine, wir sind keine Frauen, natürlich hast du dann extrem viel Freiheiten, weißt du, du, du der ja. Arbeitsmarkt hat sich erweitert, ja, es gibt extrem viele ähm, Jobs und auch ähm, Möglichkeiten, Geld zu verdienen online, was es vor 15, 20 Jahren in dem Umfang nicht gab. So, ja. ne? Und Frauen gehen halt nicht in, in die physische Arbeit, nicht in dem. Maße, wie es Männer machen. Ja, also, die gehen halt nicht auf den Bau, die sind halt nicht auf den Bohrinseln. So, ne? Die bauen halt nicht wirklich die Infrastruktur. Das sind eher Männer so. Aber würdest du als Frau nicht auch anders, ich meine, würdest du dich anders verhalten, wenn du Social ja. Media hättest? Ich genau Verstehst so. du, du könntest dann eine Followerschaft aufbauen, ja. Onlyfans machen oder deine Fotos verkaufen oder keine Ahnung was oder irgendein Produkt verkaufen? Ja, oder streams irgendwie. Ne? Oder, oder streams du, du machen. Kommt genauso, wie du gesagt hast, beim Mann, der versucht erfolgreich zu sein. Wie eine Frau, die dann so sich äh, verhält, kommt das auch mit einem Preis. Na naja, klar. ja, klar, klar. Weil wenn du halt äh, überall irgendwo schon mal deine Nacktfotos hattest oder irgendwie so, heißt das vielleicht auch so, dass ja äh, nicht unbedingt jeder äh, mit dir äh, zusammen sein möchte. Irgendwie. Ja, ja. Aber die Frage ist, ähm, we wären wir, wenn wir die Möglichkeit hätten als Männer mit, äh, äh, ich sag mal so mit, mit körperlicher Schönheit und mit äh, Sexualisierung im gleichen Umfang Geld zu verdienen wie Frauen. Manche Männer verdienen damit Geld. Weniger, aber die können damit Geld verdienen. Ja, aber die ja. So, Aber die meisten Männer, die mit Beauty Stuff und Schönheit und Bodybuilding und so, entweder sind es ganz krasse erfolgreiche Fitness-Influencer, -Fitness oder es sind Männer, die irgendwie aus in, einem anderen Bran in einer anderen Branche extrem erfolgreich waren, wie Sportler, Schauspieler oder etc., die halt in dieser Branche halt viel Geld verdienen können, so, aber vorwiegend ist es jeder Frau sehr viel möglicher, äh, über Beauty-Produkte und über äh, Schönheit und Bodykult und so Geld zu verdienen als Männer, so, ne? und ja, vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit, auch Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Ja, Frauen sind ja auch schöner als wir, muss man ja auch mal an der Stelle sagen. So, Na ja oder? klar.